willkommen zurück hier am APO Leadership Campus auf der Expo Farm 2023 zum Studietag. Und apropos Studium, der nächste Vortrag, beziehungsweise in dem Fall tatsächlich die nächste Diskussion, also wir werden euch jetzt auch aktiv einbeziehen, also keine Angst, nicht wegrennen, aber es geht ja im Endeffekt wirklich darum, dass wir hier auch unsere Erfahrungen und unsere Lehren hier mit euch teilen, aber dass, natürlich auch darauf eingehen, letztendlich, was die Schwerpunkte sind, die ihr noch stärker thematisiert haben wollt. In dem Sinne darf ich unseren heutigen Speaker vorstellen. Vielleicht kurz zu mir. Wie gesagt, Max Kumbo-Kanse, Apotheker und Univox-Manager beim Avoxa Studi-Club sowie Doktorand im schönen Saarland am Helmholtz-Institut Pharmazeutische Forschung in der Technologie. Und hier neben mir auch unter anderem mein Kollege bzw. mein Chef in dem Sinne, der Lars Frohn von den Ravati-Seminaren. Ja, vielen Dank, Max, für die kurze Einführung. Genau, mein Name ist Lars Frohn, ich bin Apotheker und Geschäftsführer der Ravati-Seminare und wir sprechen heute über verschiedene relevante Lernmethoden, die es ja so gibt. Vielleicht ein paar Anregungen für euch, weil ja, Hintergrund war im Prinzip, dass erstens, ich habe schon relativ viele Studiengänge durch, habe nicht nur Pharmazie studiert, ich habe noch 2 Masterabschlüsse gemacht und da musste man auch relativ viel lernen natürlich. Und zum anderen ist mir das am Anfang sehr, sehr schwer gefallen. Man kommt nach der Schule in das Pharmaziestudium. Was habe ich gemacht? Ich habe mir, glaube ich, 10 Bücher gekauft, ja, und irgendwie, ich hatte überhaupt keinen Plan. Ja, und das entwickelt sich so ein bisschen und da möchte ich versuchen, euch in der nächsten halben Stunde so ein bisschen ein paar kreative Ideen, ein paar relevante Lernmethoden eben mitzugeben. Genau, wir haben das so ein bisschen strukturiert in 2 Themen, Plan organisieren so ein bisschen und dann eigentlich, wie soll ich lernen? Und das Organisieren ist eben das Wichtige auch, dass man da schon anfängt, das Ganze wirklich richtig zu planen. Einmal die Stoffauswahl, was muss ich überhaupt lernen? Natürlich die Altfragen für das erste Stecks, dann eine individuelle Zeitplanung und in 3 Phasen zum Erfolg, Erarbeitung, Vertiefung und Endspurt. Das gucken wir uns nochmal im Detail kurz an. Also Planung, richtige Stoffauswahl. Ja, ist leichter gesagt als getan. Was ist denn jetzt die richtige Stoffauswahl? Das kommt natürlich darauf an, was ihr im Prinzip, in welchem Semester ihr seid, auf was für einen Fokus die Uniprofessoren natürlich die Klausurfragen legen, keine Frage. Gerade im zweiten Examen ist natürlich auch sehr, sehr unispezifisch, logisch. Im ersten Examen, glaube ich, alle, die ein erstes Examen machen in Deutschland, sind ja nicht alle Unis, haben dort natürlich den Vorteil, dass das zentralisiert ist und dass dort eben sehr, sehr viele Altfragen im Umlauf sind. Also das ist wirklich ein Tipp, den man fürs erste Examen ganz klar geben kann. Fragen, 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 üben, üben, üben. Natürlich, wenn es geht, schön auf Verständnis. Die werden natürlich auch mal umgestellt, die Fragen, klar. Und dass man da nicht nur auswendig lernt, die Altfragen, das immer wieder vorkommt leider, sondern dass man dort eben auch mal sagt, okay, ich habe das auch verstanden, was ich da an einer Altfrage mache. Dass, wenn die so leicht umformuliert ist, dass ich dann auch in der Lage bin, die auch dann dementsprechend dann wieder zu beantworten. Ja, letzten Endes geht es ja wirklich immer darum, dass man wirklich auch Verständnis lernt. Das ist ja auch den Ravati-Seminaren an der Stelle immer wichtig. Aber letztendlich auch für euch, natürlich im ersten Staatsexamen kommt man auch noch irgendwie rum, indem man quasi sich wirklich nur auswendig lernt, weil man hat irgendwelche Fragen so oft gekreuzt, dass irgendwann ist es dann quasi auch Muscle Memory schon drin. Seht ihr schon die Frage und habt ihr schon auf Antwort C geklickt, bevor überhaupt ihr alles gelesen habt, weil man da auch aufpassen muss, weil die Prüfer auch ganz gern da die Fragen ganz leicht abändern und mal eine Negation einbauen. Aber letzten Endes auch im zweiten Staatsexamen zum Beispiel geht es jetzt ja auch nicht darum, dass ihr einfach das ganze Wissen gesammelt habt, sondern vor allem, dass ihr auch quasi das Wissen so in eurem Kopf strukturiert habt, dass ihr auch die Brücken dazwischen schlagen könnt. Und das geht auch wirklich nur, wenn ihr das Verständnis für alles habt. Da müsst ihr aber euch nicht wundern, in der Regel kommt das meist erst dann beim Lernen fürs zweite Staatsexamen wirklich am Ende, wo man sich wirklich wie ein richtiger Pharmazeut fühlt, der man ja auch nach dem Examen dann ist, weil man erst dann wirklich das gesamte Wissen hat, um auch alles zu verbinden. Aber das funktioniert auch nur, wenn ihr halt versteht, dass die Fächer halt nicht einzeln zu lernen sind, sondern ihr müsst auch halt schauen, welche Fächer könnt ihr zum Beispiel auch gemeinsam lernen. Und das ist auch eigentlich gar nicht so komplex. Aber im Endeffekt müsst ihr einfach dann nur schauen, dass ihr allein auch die Reihenfolge, wie ihr jetzt was lernt, auch in die Stoffauswahl mit einbezieht. Genau. Dann Planung, Organisation. Die individuelle Zeitplanung ist sehr wichtig für euch. Einmal eine Grobplanung natürlich, dass ihr sagt, okay, welches Ziel, wann ist die Klausur, was will ich bis dahin schaffen, vielleicht auch so Teiletappen, Teilziele setzen natürlich.
ich weiß, im Semester ist es unheimlich schwer. Ja? Also ich habe das auch als völlig verrückt empfunden, dass man da irgendwie den ganzen Tag in der Uni steht, ja, morgens in den Vorlesungen. Da muss man ins Labor, atmet da die lustigen Sachen ein, ja, ist am Ende des Tages komplett vernebelt von dem Zeug und dann muss man auch noch lernen. Das war eine sehr große Herausforderung natürlich, die kann ich euch auch nicht nehmen, aber versucht trotzdem irgendwie zu planen, ja, dass ihr nicht da irgendwie so, jetzt geht's mal los und och, ja, in ein paar Wochen ist die Klausur, mal gucken, was ich bis dahin schaffe, sondern dass ihr wirklich eine Grobplanung macht. Und aber dann auch natürlich den Tagesablauf wirklich plant. Und dazu gehören aber auch Pausen. Ne? Die sind ganz, ganz wichtig. Klar, nach einem langen Unitag, dass ihr dann auch mal jetzt nicht direkt nach Hause geht und dann die Bücher aufschlagt, sondern ihr braucht auch mal eine Erholung, sonst funktioniert das nicht. Ja? Oder auch am Wochenende dann mal euch die Zeit nehmt für ein paar schöne Dinge, vielleicht mal Sport macht, das, was ihr gerne macht, vielleicht mal mit dem Hund raus, so wie ich das auch mache, in stressigen Phasen. Ja, das ist ganz wichtig, ne? Dass ihr da euch auch kleine Oasen schafft, weil immer nur die Bücher, das ist auch nicht allzu gesund, sage ich mal. Ne? Ja, definitiv. Also ich persönlich habe ja da quasi immer so die Ein-Drittel-Regel. Also im Endeffekt, ich nehme halt die Lernzeit, weil ich bin Optimist halt. Nicht so wackeln mit dem Stuhl. Nicht so wackeln mit dem Stuhl. Sorry? Ja, alles gut, ich habe es auch verstanden. Ich bin ja da sehr optimistisch veranlagt. Dementsprechend multipliziere ich quasi einfach dann mal 30% die Lernzeit, die ich eigentlich eingeplant habe. Bedeutet quasi, wenn ich jetzt sage, ich brauche halt eine Stunde dafür, naja, rechne ich halt so mit einer Stunde 20 ungefähr und dann haut das auch meist hin. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mal mit uns teilen, wie kommt ihr dann quasi mit eurem Lernplan oder auch der geplanten Lernzeit so? Klappt das während des Semesters? Wie sieht es da aus? Seid ihr immer zu spät, immer am Ende und ja, ne, wahrscheinlich die meisten? Oder wie sieht es aus? Ja, Carina? Danke. Also, ja gut, jetzt hat man mich. Also auf jeden Fall, ich kann besser unter Stress lernen. Ich nehme mir immer vor, früher anzufangen, aber dann wären es eher so gegen die letzten 2 Wochen vor der Prüfung. Und dann bin ich schon sehr im Stress, aber dann kann ich auch wirklich 8 Stunden durchziehen und dann klappt es auch einigermaßen. Aber ja, ich probiere es eigentlich, mir besser einzuplanen, aber es ist halt immer schwer. Man ist auch immer müde nach der Uni und dann, wenn die ganzen Klausuren auf einem Block kommen und dann nacheinander, das ist sehr schwer, vor allem im ersten Semester, da wusste ich auch komplett nicht, wie ich lernen soll. Dann kamen die Klausuren wirklich in einem Monat, Woche für Woche, nächste Klausur und dann, das war sehr, sehr schwer. Genau, also eigentlich bräuchten die Pharmaziestudenten, die ins erste Semester einsteigen, einfach mal einen Kurs, bevor es losgeht überhaupt, wie muss ich lernen? Ja, das wäre eigentlich optimal, weil es geht los, man sitzt am ersten Tag im Hörsaal, kawumm, die Masse an Stoff, ab ins Labor, man weiß ja gar nicht, wie einem geschieht. Ne? Also so ging es mir auf jeden Fall. Ja, vielleicht könnt ihr ja mal kurz die Hand heben. Wer hätte denn zum Beispiel damals im ersten Semester gerne so einen Kurs gehabt, wo es wirklich darum geht, okay, eine Stunde, welche Lernmethoden brauche ich fürs Studium, was soll ich da beachten? Ja, die meisten, genau, ja. Ja. Das ist halt schade. Also mein Problem auch war, als ich ins Pharmaziestudium eingestiegen bin, mir hat in der Schule halt keiner überhaupt nicht gesagt, wie ich lerne. Ne? Also da war ja der Stoff noch moderat im Gegensatz zum Pharmaziestudium. Aber auch da habe ich mich so durchgeschlängelt. Ja? Und plötzlich muss man dann wirklich strukturiert lernen. Und das hat mir keiner gesagt. Ich wusste es auch nicht, wie ich da rangehe. Bitte. Also ich finde, das größte Problem ist, dass man einfach 8 Uhr die Hauptvorlesung hat, bis 12 Uhr dann im Labor ist, bis 18 Uhr und danach noch irgendwas für die Uni dann, zum Beispiel Protokolle schreiben muss, etc. Und wo man da eigentlich die Zeit haben soll, irgendwas nachzuarbeiten, wirklich aktiv zu lernen. Da bleibt eigentlich nur noch das Wochenende. Und das Wochenende hat man halt auch ein privates Leben, wo man irgendwas machen muss. Deshalb staut sich alles eigentlich immer bis zur Prüfungsphase dann an. Ja. So eigentlich hat man während dem Studium nicht so viel Zeit zum Lernen. Ja, auch dazu, wie Lars ja auch schon angemerkt hat, ihr müsst ja im Endeffekt auch die Pausen einplanen. Und so habe ich es dann quasi auch, habe es mir nicht selber ausgedacht, habe es auch aus gewissen Lektüren und Vorträgen übernommen. Aber letzten Endes müsst ihr einfach die Pausen von Anfang an einplanen. Und dann merkt ihr, dass ihr eigentlich nur extrem wenig Lernzeit habt. Und dann kommt dann auch der Druck automatisch dazu, weil dann seht ihr, okay, wenn ich jetzt da und dann auch, sage ich mal, mich einfach nur ausruhe oder was mit Freunden und Familie mache, bleibt mir nur so und so viel Zeit auch übrig. Und wenn ihr euch das quasi auch vorher am Anfang ausrechnet, dann kommt der Stress ja auch schon von Anfang an. Weil ich sage auch immer, ich kann euch ja mal fragen, also wann denkt ihr denn, beginnt die Klausurenphase zum Beispiel? Das ist vielleicht ein bisschen vage, aber letztendlich quasi beginnt es jetzt quasi, wenn ihr den Stundenplan habt, beginnt es quasi eine Woche davor, 2 Wochen davor. Wie seht ihr das? Also ich plane mir grob immer einen Monat vorher ein, also einen Monat vor der jeweiligen Klausur und dann beginnt es so
sozusagen für mich schon, dass ich mir mal den Stoff durchgehe, dass ich mal anschaue, was da überhaupt gefragt wird oder die ALF-Klausuren auch, die sind ja auch sehr wichtig. Kommt ja auch oft, dass die wirklich übernommen werden. Deswegen, das geht dann eigentlich schon. Aber es gibt auch ein paar Professoren, die machen komplett neue Klausuren, also ohne Gnade, dann ist es ein bisschen anstrengend. Ja, das Ganze ist natürlich auch immer klausurabhängig letzten Endes. Aber um meine Frage jetzt auch nochmal selbst zu beantworten, letzten Endes beginnt halt die Klausurenphase in dem Moment, wo du den Stundenplan hast. Weil du dann letztendlich ja auch von Anfang an einplanst, okay, wann muss ich für was lernen? Und dann gehst du so auch ganz anders in die Vorlesung rein. Genau, dann die weitere Planung, also die drei Phasen ist natürlich die Erarbeitung, die Vertiefung und dann der Endspurt oder wie gerade beschrieben, es gibt nur einen Endspurt vielleicht, ne, wenn man dann immer auf den letzten Drücker ist. Ja, und wie kommt man dazu? Also wie lerne ich? Also darum geht es ja auch jetzt hier eigentlich in dem Vortrag. Und da hoffe ich, dass ihr schon die richtigen Methode für euch gefunden habt. Ansonsten stelle ich noch mal ein paar Sachen vor. Es gibt zum Beispiel das Lageristenmodell. Das heißt, dass verschiedene Bereiche, also ihr euch ein großes Lager vorstellt im Prinzip und da dort eben dann die verschiedenen Fächer habt in den verschiedenen Gängen dieses Lagers und dass dann eben die Informationen mit einem Gabelstapler zum Beispiel immer abgelegt werden und ihr dann im Prinzip, wenn ihr die Informationen braucht, wieder zu diesem Punkt zurückfahrt und das abholt, genauso wie der Gedächtnispalast. Ne? Also ihr habt einen großen Palast mit ganz vielen Türen und dann habt ihr die pharmazeutische Biologie, habt ihr im linken Flügel und vielleicht die pharmazeutische Chemie im rechten Flügel und dann müsst ihr euch eben in diesem Palast zurechtfinden und wisst aber genau, wo ihr hin müsst, um die Informationen wieder abzurufen. Sowas wäre zum Beispiel ein Lernmodell, was man anwenden könnte. Dann der Motivator, finde ich immer als Motor zu fragen, auch der nächste Punkt, der da kommt, der Dolmetscher für das Gedächtnis, Verständnis statt auswendig lernen. Ja? Also wir lernen viel, viel besser, wenn wir etwas verstehen. Ja? Und nicht einfach, klar, wir werden getrimmt im Pharmaziestudium, Dinge auswendig zu lernen. Bei manchen Dingen geht es auch nicht anders, die muss man nicht verstehen, wenn es um die Stammpflanzen geht zum Beispiel, die wir da lernen müssen, ja, die 100 Stück. Aber manche Dinge machen auch Spaß einfach, wenn man sie versteht, wenn man sie nicht nur auswendig darunter hat, sondern wenn man in der Pharmakologie einen Wirkmechanismus wirklich verstanden hat. Das macht doch Spaß. Und wenn man das eben verstanden hat, dann setzt sich das eben auch viel, viel leichter ins Gehirn fest und ist auch viel leichter abrufbar. Ja, um an der Stelle auch mal den Alexander Ravati zu zitieren, wenn du schon sagst Pharmakologie. Er sagt ja auch immer, das Ganze ist pharmakologisch. Und so ist es letztendlich auch, weil, wie wir vorher auch schon thematisiert haben, als Pharmazeuten, zumindest als fertige Pharmazeuten, dann sollte wirklich eine Strukturformel sehen und letztendlich nur allein aus der Strukturformel eigentlich schon ableiten können, was halt in den jeweiligen Fächern, also ob jetzt Klifa, Techno, Medchem oder pharmazeutische Biologie, letztendlich da auch relevant ist. Und ich weiß ja, wie gesagt, gesagt, man muss auch bei den Fächern unterscheiden. Es ist ja so, nicht jedes Fach könnt ihr gleich lernen. Also zum Beispiel, wie du erwähnt hast, bei den Stammpflanzen muss man die auswendig lernen. Aber ein Fach wie zum Beispiel Physik, da kommt ihr nicht drum rum, die Aufgaben auch einfach zu lösen. Da ist quasi das Lernen eigentlich mehr das Üben, die Aufgaben zu lösen, weil ihr ja nur dann auch wirklich mit der Situation, die ihr auch dann in der Prüfung oder letztendlich dann auch in der Praxis habt, auseinandergesetzt werdet. Genau, dann natürlich wiederholen und behalten, also das Speichern neuer Informationen ins Langzeitgedächtnis. Und das ist eben das, so wie ich dann gemerkt habe, so, das ist mein Weg zu lernen, das Wiederholen. Ich habe wirklich bis zum Erbrechen, habe ich mir Karteikarten geschrieben in allen Größen. Kleine mit Strukturformeln, 1000 Karteikarten mit Strukturformeln fürs zweite Examen. Ich habe Synthesen mir aufgeschrieben, oft teilweise DIN A4 Karteikarten und habe die gedreht, gedreht und nochmal gedreht. Das war halt dann irgendwann, wo ich gemerkt habe, okay, das ist mein persönliches Modell, um erfolgreich durchs Pharmaziestudium zu kommen. Weil am Anfang habe ich einfach blind die Bücher gelesen, ohne irgendwie Sinn und Verstand. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss es einfach so machen. Und ja, es gibt natürlich die schönen digitalen Karteikarten, auch von der Univox-App, ja. Trotzdem, ja, die ist sehr gut natürlich, klar. Aber natürlich ist es auch besser, wenn man die schon selber schreibt. Ja, also sie sind nicht zu verachten, die Dinge. Aber, komme ich auch gleich nochmal drauf, wenn man das selber schon anlegt, die Karteikarten selber schon schreibt, das ist auch schon etwas, was das Gedächtnis sich merkt. Ja? An der Stelle, wenn ich auch kurz mal dann Werbung für uns machen kann, wir haben jetzt ja auch quasi den neuen Relaunch gemacht mit dem Silizium-Paket und dem Aurum-Paket. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel unseren Univox Lern-App auch kostenlos testen mit den Karteikarten. Ihr könnt aber auch eure eigenen Karteikarten erstellen, wie halt Lars gesagt hat, und diese dann mit euren Freunden teilen. Das heißt, dementsprechend jetzt könnt ihr uns selbst auch so nutzen und letztendlich auch dann den eigenen Lerneffekt und auch in der Lerngruppe das Ganze zu verbinden und zu stärken.
Genau, vielfältige Strategien zeige ich euch gleich noch und natürlich Lerngruppen bilden. Das ist etwas, was ich immer sehr empfehle, dass man da auch in Austausch geht mit den anderen, weil selber hat man natürlich auch Probleme und fühlt sich vielleicht auch so ein bisschen alleine dann. Aber nein, die meisten haben Probleme im Pharmaziestudium. Ja? Also die wenigsten gehen da wie geschnitten Brot durch. Fliegt das so zu? Gibt es natürlich auch, klar, aber es haben viele Probleme. Und wenn ihr euch dann zusammentut, auch gemeinsam vielleicht mal euch austauscht, was für Lernstrategien ihr habt, ja, dann kann das auch schon wirklich sehr, sehr gut sein. Ja, und das sagte ich gerade mit dem Aufschreiben von Karteikarten. Das ist nämlich das, was wir behalten von dem, was wir eben hören, sehen und auch selber sagen. Da behalten wir eben das meiste von. Ja, und wie ihr seht, habe ich es am Anfang falsch gemacht. Ich habe nämlich nur gelesen. Ja, also es war völlig für die Tonne eigentlich. Also hören, sehen und selber sagen wäre eigentlich das Beste. Und da kann man eben verschiedene Memo-Techniken nutzen. Und da gibt es zum Beispiel einmal das visuelle Gedächtnis. Das bedeutet, dass wir hier so, oder ihr euch selber dann eben Eselsbrücken, sogenannte Eselsbrücken, baut. Wie zum Beispiel in der Biochemie könnte man dann sagen, dass sich im Tryptophan eben hier der Indolring befindet. Ne? Also das O immer dann schön betonen. Und das zugehörige biogene Amin ist das dann das Serotonin. Ja? Ja, es klingt vielleicht jetzt auf den ersten Blick ein bisschen komisch, aber so habe ich es mir auch gemerkt. Oder was habe ich mir gemerkt? Den Pyrimidinring habe ich mir gemerkt. Mi, 1,3, ja irgendwie in der Mitte zu den anderen Ringen, die es da noch in dem Bereich gibt. Pyrimidin wusste ich immer, okay, 1,3. Ja, also es ist immer so ein bisschen irgendwas, so ganz was Dummes, sage ich mal, entwickeln. Aber das bleibt dann irgendwie hängen. Ja, ja. Und genau. Es ist ja auch so, dass letzten Endes man sich ja am meisten Dinge merkt, wenn man wirklich starke Emotionen verbindet. Nicht umsonst gibt es ja quasi auch die Traumata, an die man sich auch nur so stark halt erinnert und bindet, weil man so also eine starke emotionale Response hier darauf generiert. Und dementsprechend habe ich natürlich auch immer so gelernt. Und deswegen konnte ich auch nie in der Bib lernen, weil ich halt immer mehr oder weniger laut geredet habe, während ich halt gelernt habe, um halt gerade auch diese Mnemotechnik hier anzuwenden. Und vielleicht auch zum Serotonin zum Beispiel zurück. Ihr könnt euch dann auch ganze Bäume quasi machen, weil zum Beispiel in Serotonin steckt ja auch Zero, also Zero, die Null im Endeffekt drin, was ja auch wie ein O aussieht. Und da habt ihr quasi auch schon wieder zwei Verknüpfungen. Und das könnt ihr so weitermachen, dann irgendwann könnt ihr eigentlich fast gar nicht mehr vergessen. Aber natürlich nach ein paar Monaten oder Jahren ist das meiste irgendwie vergessen, aber kann auch wieder schnell reaktiviert werden. Genau, dann haben wir das akustische Gedächtnis. Ja, manche sitzen halt in der Vorlesung und schreiben vielleicht gar nicht mit, weil die einfach so gut sind, eben das akustische Gedächtnis so ausgeprägt ist, dass eben das so weit drin bleibt. Ansonsten, wenn ihr sagt, ihr seid mehr so wirklich der Akustiktyp, dann vielleicht mal auch selber sich etwas aufsprechen, Stichwörter, eine akustische Karteikarte vielleicht zum Beispiel. Oder einen wichtigen Buchtext vorlesen, sich selber und dann wieder abhören, das ist ja heute alles kein Problem. Oder vielleicht auch dann eben mal ja, untereinander auch, ne? Sich das aufsprechen und nochmal anhören, all das kein Problem. Das episodische Gedächtnis, das ist etwas, was auch ganz interessant ist, wenn es gerade um viele Begriffe geht, dass ihr euch eine Geschichte einfallen lasst. Ne? Eine Geschichte irgendwie bildet mit euren Lieblingsmusiktiteln vielleicht oder mit Essensgerichten, die ihr gerne habt und da irgendwelche Brücken euch baut. Ja? Und dann immer so Geschichten wieder abruft, die ihr dann eben auch einfach behaltet. Zum Beispiel, das kann man auch übrigens mit Kennwörtern gut machen. Also man soll ja so Kennwörter nicht so einfach nehmen, sondern auch lange. Und ich habe ein ganz extrem langes und habe dort eben auch eine kleine Geschichte zu, damit ich das eben nicht vergesse. Und das kann man dann eben auch zum Beispiel für so einen Zitratzyklus, wo halt verschiedene Schritte eingebaut werden, eben sich dann selber schön bauen. Motorisches Gedächtnis, ja, das ist bei der Pharmazie eher wenig. Da geht es eher darum, dass man eben auch was fühlt. Das ist dann eher so im Bereich vielleicht Medizin. Können wir jetzt hier nur vielleicht bei Bio, wenn wir da irgendwelche Pflanzen eben fühlen, dass man die, wenn man auch vielleicht die in der Prüfung im zweiten Staatsexamen vorgelegt bekommt, dass man dort eben dann auch dieses, ja, eben das motorische Gedächtnis hier ein bisschen schärft. Der Nachteil, ganz klar, auch beim Karteikartenschreiben, beim Drehen, bei all diesen Methoden, ist am Anfang auf jeden Fall der Zeitverlust. Das ist ganz klar, das dauert länger. Aber der Vorteil ist, es prägt sich eben mehr ein. Ne? Also wenn ich eben die Karteikarte schon schreibe, natürlich dauert das lange, wenn ich sie selber mache, wenn ich eben nicht auf eine Univox-App zum Beispiel zurückgreife. Ja, es dauert länger, bis man da eben auch dann vielleicht eine Synthese drauf hat oder was auch immer. Oder meine 1000 Karteikarten von Strukturformeln fürs zweite Staatsexamen, ja, die haben extrem viel Zeit gekostet, klar. Aber ich war dann so weit, dass ich sagen konnte, okay, das jetzt zu wiederholen, das geht jetzt schnell. Ja, und das heißt, im Endeffekt habe ich dann eben doch eine Zeit
Gewinn hier am Ende des Tages rausgeholt. Ja, vielleicht kurz noch mal zum episodischen Gedächtnis. Hast du ja auch vorhin erwähnt, den Gedächtnispalast oder auch die, wird ja auch Loki- oder Lozi-Methode genannt, je nach Aussprache, aber Latein ist ja eine tote Sprache. Und letzten Endes kann man da auch tatsächlich einfach die Dinge nicht unbedingt als Dinge belassen, sondern quasi auch in Personen verwandeln. Weil wir können es natürlich auch Menschen viel leichter merken als irgendwelche Orte. Das heißt, wenn ihr quasi einfach dann etwas nehmt und quasi dem einen gewissen Menschen zuweist, jetzt mit dem Serotonin zum Beispiel wieder aufzugreifen, müsste ich jetzt mal überlegen, aber im Endeffekt, das Serotonin wäre dann quasi als Glückshormon dann halt eine sehr positive Person, das heißt, jemand aus seinem Umfeld zum Beispiel, der einfach immer sehr, sehr viel strahlt, der auch immer gut drauf ist. Wenn ihr die Person quasi dann an eurem Kopf halt als Serotonin abspeichert, dann könnt ihr halt zwischen Dingen, die ihr mit der Person unternommen habt, zum Beispiel dann auch Brücken ziehen mit den Effekten des Serotonins. Und das bleibt dann auch hängen. Genau. Wie sieht es bei euch aus? Wie macht ihr mit Karteikarten schon irgendwas? Oder was ist so eure Methode, die ihr vielleicht jetzt auch rausgefunden habt? Würde mich auch mal interessieren. Also was ich jetzt die letzten paar Monate gemacht habe, ich bin gerade frisch aus dem Abi, aber wie mir das geholfen hat, ist immer, ich habe mir Lernzettel gemacht. Ich habe mir alle Informationen so aufgeschrieben mit Bildern und Farben geordnet, sodass es auch in meinem Kopf bleibt und habe die dann später nochmal aufgeschrieben, damit die in meinem Kopf hängen bleiben. Das heißt, ich glaube, für mich war das ziemlich auch motorisch teilweise. Ich habe sehr viel geschrieben und sehr viel gelesen in dem Sinne. Ja, also alles die ganze Palette benutzt, ne? Also das visuelle Gedächtnis auch mit den Farben dann nochmal auch Und dann eben über die Wiederholung gegangen, genau, ja. Also bei mir ist es so, ich lerne passiv. Entweder Okay. Ich setze mich vor meinem Spiegel und erzähle mir alles, was ich weiß, Oder ich schreibe mir das auf. Okay, gut, also wäre da dann auch das akustische Gedächtnis eben, wenn man sich auch selber sieht, ist auch nicht auch sehr gut, ja, genau, das mögen manche Leute nicht, aber sich selber irgendwie anzugucken oder aufzunehmen auch das ist eine gute Möglichkeit. Prima, danke. Also während dem Abitur habe ich mir auch Lernzettel gemacht, aber ich muss ehrlich sagen, im Studium kommt man damit nicht so weit, weil es ist einfach viel zu viel Stoff und dann kann man vor allem am Anfang nicht differenzieren, ob das wichtig jetzt ist, was man sich aufschreibt oder nicht. Und im Endeffekt hat man 100 Seiten, die du da runterblätterst, keine Ahnung. Also ich habe es am Anfang auch probiert, aber das geht nicht, das ist keine Chance, also die ganzen Skripte da zusammenzufassen. Man muss wirklich gucken, was ist wichtig und ich lerne jetzt auch mit Karteikarten. Und ich schreibe die mir auch sehr gerne selber, weil, wie gesagt, das dauert schon lange, aber wenn ich mich dann wirklich hinsetze, dann brauche ich vielleicht einen Tag, dann ziehe ich das durch und dann habe ich die Karteikarten, dann lerne ich die auch. Und dann schreibe ich mir das auch immer wieder auf, also ich frage mich sozusagen selber ab und dann kontrolliere ich mich. Genau, ja. So funktioniert das, dass man verschiedene Stapel dann macht und ne, wenn man beim ersten Mal das richtig gehabt hat, okay, dann geht es auf den linken Stapel, erst beim zweiten Mal, dass man immer verschiedene Stapel sich bildet und eben so da durchkommt, genau. Danke. Ja, ist ja dann auch wichtig, dass man da quasi auch beachtet, halt, weil man Sachen vergisst, halt mit der Emmingers Gedächtniskurve, die ist ja quasi auch per Univox reinprogrammiert, dass ihr quasi automatisch auch die Fragen zugeschaltet bekommt, wann sie auch für euch dann relevant sind. Aber ein Tag ist wirklich sehr sportlich, um alle Karteikarten zu schreiben, muss ich sagen. Genau, hier nochmal ein schönes Beispiel für das episodische Gedächtnis aus einem unserer Kurse für das erste Staatsexamen, wie man sich eben hier mal ganz schön das Periodensystem der Elemente merkt. Da gibt es auch andere Sätze, zum Beispiel hier die vierte Hauptgruppe, Christian sieht gern sein Paderborn. Ja, also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, dort Sätze zu bilden mit den verschiedenen Elementen. Oder fürs Klo brauche ich Atta, ne? Der ist eigentlich der Klassiker. Zum Beispiel, ne? Also das wäre so etwas, ein schönes Beispiel für das episodische Gedächtnis. Dann, ja, klar, Fachbücher, ohne die geht es dann doch meistens eher nicht, vielleicht in ausgedruckter, also in Printversion oder auch natürlich viele PDFs mittlerweile. Und da ist eben wichtig auch, ja, es gibt die riesen Dinger auch dann später in der Pharmakologie, die sind sehr groß, die Bücher, auch fürs dritte Examen, Pharmazie für die Praxis zum Beispiel, auch sehr große Schmöker. Da ist eben wichtig, dass man die auch richtig liest, ja, dass man da erstmal sich einen Überblick verschafft, im Inhaltsverzeichnis zum Beispiel. Ja, das ist wichtig, dass, das hatte ich am Anfang schon kurz gesagt, dass ihr eine Systematik, eine Methodik auch findet für euer Lernen. Ja, dass man nicht einfach so jetzt mal blind anfängt, sondern versucht zum Beispiel ein Buch zu sagen, okay, Inhaltsverzeichnis. Wie ist das aufgebaut, das Buch? Was brauche ich davon? Ja, dann vielleicht, viele Bücher haben mittlerweile eine Zusammenfassung von dem Anfangskapitel oder auch am Ende. Dann fängt man mal mit dem Ende an, liest vielleicht die Zusammenfassung. Das haben wir übrigens auch in der Lernwelt digital. Haben wir immer am Anfang einer jeden Lektion steht drin, um was es in diesem Kapitel geht, damit wir erstmal einen Überblick haben. Aha, ich weiß, hier geht es um zum Beispiel jetzt Hormone am Anfang. Ja?
Das ist wirklich wichtig, da einfach das Gehirn dafür zu prime, wirklich zu wissen, okay, auf was muss ich jetzt achten? Weil bei so viel Inhalt, wie gesagt, muss man priorisieren und man weiß, okay, was ist jetzt eigentlich das Ziel der Lektion? Dann lernt man auch am effizientesten. Genau, dann kann man noch Fragen stellen, sich Fragen im Prinzip an den Textmarkern, die Überschriften vielleicht von den jeweiligen Kapiteln können in Fragen umgewandelt werden, ist auch eine ganz schöne Methode. Ja, dann natürlich das eigentliche Lesen und natürlich dabei fokussiert bleiben, ist immer das Wichtige und dann auch nicht immer weiter, sondern dann auch rekapitulieren, das ist ganz wichtig. Ne? Also, dass ihr einmal sagt, okay, was habe ich jetzt auf dieser Seite, was habe ich jetzt in diesem Kapitel gelesen, dann vielleicht auch eben in der Lerngruppe oder auch wieder selber erzählen. Das ist ganz wichtig, weil es gibt natürlich viele schriftliche Prüfungen im Pharmaziestudium, aber auch viele mündliche. Und wer das nicht lernt während des Studiums, ans Reden auch zu kommen, dann habt ihr echt ein Problem im zweiten Examen und allerspätestens im dritten. Weil da reicht es nicht eben mal zu sagen in einem kleinen Kolloq, wenn ihr nach dem PKS gefragt werdet, ja 4,75, richtig, ja fertig ist die Antwort. Das geht eben irgendwann nicht mehr. Da muss man ans Reden kommen und deswegen kann man das auch frühzeitig schon üben und da bleibt ja auch wieder was hängen. Das heißt, ihr lest ein Kapitel und sagt, okay, was habe ich jetzt hier in diesem Kapitel gelesen? Das war Folgendes. Ne? Entweder eben für einen selber aufnehmen, vorm Spiegel, wie die Kollegin hier gesagt hat, oder dann eben in einer schönen Lerngruppe. Genau, was damit natürlich auch hilft, ist letztendlich doch einfach Laien zu erklären. Also ihr könnt es auch eurem Haustier oder euren Familienmitgliedern, wenn sie nicht aus demselben Feld kommen, in dem Fall auch einfach erklären. Weil letztendlich kann man nur sagen, dass man wirklich das richtig verstanden hat, wenn man es auch in einfachen Worten erklären kann. Genau, ja, wir sind schon gleich am Ende. Das Fazit ist eben, versucht irgendwie das Lernen zu organisieren und eben für die für euch effizienteste Methode zu wählen. Üben, wiederholen, mit Lerngruppen arbeiten, ist immer ganz wichtig und ja, versucht es. Ich weiß, wir haben die Problematik gehört, ich kenne sie selber, dass man während des Semesters völlig überfordert ist teilweise, um da noch anständig zu lernen. Kann man nur am Wochenende oder dann, wenn das Semester vorbei ist. Und ja, was soll ich sagen, es gibt halt nicht die eine richtige Methode, sondern das ist eben das, was ich euch mitgeben möchte in diesem kurzen Vortrag hier, dass ihr da vielleicht was mitnehmt und sagt, ah, da war vielleicht die eine oder andere neue Anregung dabei, versuche ich vielleicht mal, weil es bei mir im Moment nicht so klappt. Wenn da irgendwie noch Fragen sind, wir haben hier einmal noch ein bisschen vertiefende Literatur, die es so gibt für diese Dinge. Können wir auch gleich nochmal, könnt ihr auch gerne einen Screenshot zu machen oder gleich auch nochmal hier nach vorne kommen. Ansonsten, hupsa, das war eins zu schnell. Wenn das erste Staatsexamen in Sicht ist, wir haben hier unseren Dozenten Dr. Markus Verum, das ist der Biologiedozent, der macht aber im Rahmen der Kurse für das erste Staatsexamen eben hier taktische Strategien für das erste Staatsexamen, weil da geht es natürlich nur ums Kreuzen und da kann man sehr viele Punkte rausholen, auch mit Nichtwissen oder wenn eben ihr nicht genau sicher seid, welche Frage jetzt da oder welche Antwort hier richtig ist. Ja, Termin steht schon fest für das Frühjahr, 14.02. online live, 19 bis 21 Uhr. Ja, an der Stelle natürlich auch nochmal hier zum Studi-Club. Ich werde jetzt tatsächlich nicht auf die gesamten Leistungen eingehen, aber ich kann euch empfehlen, gerne mal uns am Stand vorbeizuschauen. Wir haben ja entsprechend auch, sobald das Programm hier endet, drüben auch die Happy Hour bei uns mit Getränken und dann könnt ihr quasi auch in entspannter Runde euch unsere gesamten Leistungen mal anschauen. Genau, dann erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, kommt gerne zum Studi-Club-Stand. Wir als Ravati-Seminare-Stand sind direkt daneben. Wenn da noch Fragen sind, gleich kommt gerne rüber. Ich beantworte gerne noch ein paar Fragen. Wir sind ja bis 18 Uhr heute Abend hier. Und dann sage ich mal, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Max. Ich danke dir. Ja, sind denn jetzt noch aus dem Publikum Fragen oder Anregungen? Genau, wir haben noch ein, zwei Minuten. Wenn noch irgendwelche Fragen jetzt auch sind, gerne noch per Mikrofon stellen. Ihr könnt aber natürlich auch gerne danach noch zu uns kommen, also wir sind dann auch noch ein bisschen da. Genau. Gut, okay. Sieht nicht daran aus. Dann, wie gesagt, hier auch nochmal, wo ihr uns findet. Halle 1C18, auch direkt neben dem BPAD, kann man eigentlich nicht verpassen. Und jetzt geht es dann tatsächlich auch gleich in 10 Minuten mit dem nächsten Vortrag weiter, nämlich von der Annika Balkheimer vom BPAD. Über geschlechtsspezifische Pharmazie. Also, bis gleich. Dankeschön.